Geld, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management. Einen guten Abend, willkommen bei der Sendung Geld. Für viele stehen in diesen Tagen die Sommerferien vor der Tür. Nicht immer fangen allerdings die Ferien so an, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn jemand von den Reiseteilnehmern plötzlich erkrankt oder verunfallt, ist nicht nur die Ferienstimmung verflogen, sondern auch der Antritt der Ferien infrage gestellt. Zum Frust über die abgesagten Ferien kommen in so einem Moment auch noch finanzielle Folgen dazu. Meistens kann man die gebuchten Flüge und Hotels nicht mehr ohne Kostenfolgen annullieren. Ich begrüße jetzt den Kurt Baumann, Hauptagent bei der Helvetia Uri. Ja, absichern kann man sich gegen so Schäden mit der Annullationsschutzversicherung. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass die Versicherung dann wirklich den Schaden übernimmt, wenn man krank wird oder eben wenn man mit einem Todesfall in der Familie konfrontiert ist? Das ist so. Die meisten Annullationen passieren durch einen Unfall, Krankheit, Tod oder durch eine Schwangerschaft. Und das muss eigentlich aber wirklich von einem Arzt da bestätigt werden, dass es so ist. Dann ist ja wichtig, dass man sofort mit der Versicherung Kontakt aufnimmt. Dementsprechend auch noch eventuelle Buchungen, die man bereits gemacht hat, dort stornieren. Dann auch schauen, dass man Quittungen bekommt für die Annullationskosten, die man hat, und gleichzeitig ärztlich bestätigt und die der Versicherung jagen. Wie ist es eigentlich, wenn man vom Arbeitgeber gezwungen wird, seine Ferien zu verschieben? Wer zahlt dann? Ja, das ist natürlich im Normalfall nicht der Fall, dass das gezahlt wird. Aber es gibt immer noch dort neue Ausnahmen. Das heisst, wenn zum Beispiel diejenige Person, die stellvertretend ist oder dass der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man dementsprechend auch sagt, jawohl, man müsste ja schauen, dass das weiterhin. Und dann würde natürlich auch die Versicherung dort einspringen. Beim Buchen von Flügen oder Hotels im Internet oder auch beim Reisebüro kann man oft auch noch gerade eine Annullationsversicherung dazu buchen. Wie fährt man eigentlich besser, wenn man dann eben so eine Versicherung, eine kurze Versicherung buchen oder wenn man eine Jahrespolice wählen? Ja, bei der Helvetia kann man das wirklich in der Hausratversicherung als Zusatzdeckung reinnehmen. Ist ja wichtig, denn es ist wirklich gut, wenn man für die ganze Familie das nimmt. Das gibt es als Gesamtpaket. Da sind die Kinder und alle zusammen mitversichert bis zum Betrag. Man hat das ganze Jahr die ganzen Leistungen gedeckt. Denn wenn man denkt, dass jeder Schweizer im Jahr dreimal in die Ferien geht, dann ist man natürlich nicht nur einmal in der Ferien. Also das heisst mit anderen Worten, das sind Veranstaltungen, Kurztrip und so, sich sind auch versichert. Schützen sollte man sich nicht nur gegen die Folgekosten von einer Annullation, sondern auch gegen Schadenfälle während der Ferien. Gerade während der Ferien kommt es nämlich oft zu Unfällen, wenn man in anderen Ländern mit dem Auto, TÜV oder Velo unterwegs ist und sich nicht an die lokalen Verhältnisse gewöhnt ist, braucht es wenig und man ist mit einem Schaden konfrontiert. Auch bei Sport im Wasser oder an Land haben sich schon viele in der Begeisterung der Ferien überschätzt und nach einer Unachtsamkeit verletzt. Kurt Baumann, wenn man jetzt während der Ferien zum Arzt oder ins Spital muss, zahlt dann die Reiseversicherung oder die Krankenkasse Behandlungskosten? Sie zahlt vor allem nicht unbedingt. Nein, Transportkosten und Bergungskosten werden übernommen. Und zwar bis zu einem Betrag, der doppelt so hoch ist wie in der Schweiz. Dann gibt es auch Länder, die zum Beispiel sehr teuer sind. Das ist zum Beispiel Amerika. Da ist es wichtig, dass man mit der Krankenkasse zusammensitzt und auch schaut, dass man dort die Zusatzversicherung einschliessen kann, dann kann man böse Überraschungen erleben. Oft muss man sich eben gerade in einem Krankheitsfall oder nach einem Unfall in der Ferien dann auch eben zurück in die Schweiz transportieren lassen, eben mit einem Spezialtransport. Lange es da nicht, wenn man einfach die Träger-Mitgliedschaft macht? Die macht ja auch so Rückführungen. Träger, das ist ein sehr wichtiger Faktor, das ist korrekt, da komme ich gerade darauf zurück. Aber grundsätzlich bei einem Unfall ist es so, dass man Bergung und Transport übernommen wird von der Annullationsversicherung. Das heisst, mit der Assistenzversicherung, je nachdem. Und dementsprechend Bergung, Rücktransport, das ist eine andere Geschichte. Das kann dementsprechend von der Rega übernommen werden, inklusive natürlich Begleitpersonen. Was sollte denn eine Reiseversicherung sonst noch alles sinnvollerweise umfassen? Ja, wichtig ist, dass man zuerst einmal schaut, nicht nur den Preis schaut, das ist hinterher verlockend. Dann ist es noch wichtig, was sind die Deckungen. Die können natürlich sehr, sehr grosse Differenzen sein, sind in der Höhe der Kosten.
Zweitens auch noch, ist es bei Schwangerschaft deckt. Zweitens sind es verschiedene Naturereignisse, die passieren können. Wir mögen uns noch erinnern an die Vulkanausbrüche, die wir hatten. Da haben viele Annulationsversicherer, besser gesagt, die Reiseversicherer, das nicht deckt. Dass man einfach so Sachen dort schauen, dann wird man keine böse Überraschungen erleben. Saisonkarten, die man hat, zum Beispiel im Opern, wo man plötzlich nicht mehr gehen kann, aus irgendwelchen Gründen, das ist natürlich über die Deckung wieder gedeckt. Ja. Danke, mein Mann Kurt Baumann. Sommerferien hin oder her, die Anlegerinnen und Anleger sind verunsichert. Auch in den nächsten paar Wochen an der Börse bleibt es weiter turbulent. Trotzdem sollte man sich die Ferienstimmung aber nicht vermiesen lassen. Geniessen Sie Ihre Sommerferien. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder hier im Geld. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit mit viel positiven Momenten. Einen guten Abend und bis bald. Geld, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management.